ScreenMac wird dir präsentiert von MacTrading.de, dein Apple Online-Shop. Heute Jump Cut, die große Zwischenablage. Herzlich willkommen zu ScreenMac. Heute gibt es einen Programmtipp, und zwar einen Frühhörtipp, das Programm Jump Cut. Was macht Jump Cut? Jump Cut ist für folgenden Zweck gedacht. Jeder kopiert mal Texte, das ist eine der wichtigsten Funktionen bzw. Tastenkombinationen am Mac und an Computern überhaupt. Folgende Situation: Wir kopieren uns einen Text von irgendeiner Webseite, wollen es gleich ins Textprogramm einfügen, aber vergessen das Ganze. Inzwischen kopieren wir schon wieder etwas anderes, und zwar den Link dieser Seite. So, schließen dann vielleicht die Seite, haben jetzt den alten Text nicht mehr, den wir einfügen wollen. Wir gehen dann auf das Textprogramm und merken, verdammt, jetzt ist der alte Text wieder weg. Also gehe ich normalerweise wieder auf die Seite zurück und hole mir den kopierten Text wieder, indem ich ihn noch einmal kopiere. Jump Cut ermöglicht euch genau diesen Schritt nicht machen zu müssen. Und zwar, ihr seht vielleicht hier oben diese Schere in der Menüleiste, wenn ich da draufklicke, sich die letzten Sachen, die in die Zwischenablage gelegt wurden. Unter anderem diesen Text hier, den ich eben kopiert habe, klicke ich einmal drauf, kann ich ihn einfach wieder einfügen und es ist so, als hätte ich den Text erst gerade kopiert. Das ist das ganz einfache Prinzip. Sachen, die ihr in die Zwischenablage vom Text her kopiert habt, könnt ihr einfach da wieder herholen. Es gibt noch ein paar Einstellungen zu machen, allerdings auch nicht so viele. Die wichtigsten sind wohl, wie viele er sich behalten soll von den kopierten und wie viele er davon anzeigen soll. Außerdem gibt es dann noch ein paar andere Einstellungen, unter anderem zu Hotkeys und zum Aussehen, wie das Icon da oben aussehen soll. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Den Link zum Download dieses Programms packe ich euch in die Beschreibung. Vielleicht wird es in Zukunft auch nochmal einen ähnlichen Programmtipp geben. Es gibt nämlich noch ein Programm, das das Ganze ziemlich viel umfangreicher macht. Auch mit anderen Sachen, die kopiert werden und auch ein bisschen stylischer und so weiter. Allerdings ist das Programm dann kostenpflichtig, aber es ist ziemlich genial. Vielleicht gibt es auch ein Gewinnspiel. Diesen Programmtipp habe ich von dem Mac Exponent, der hat das auf seinem Channel vorgestellt. Ist ein ziemlich cooler Channel zu Mac Screencast, könnt ihr mal vorbeischauen. Also youtube.com/macexponent. Danke an dich und dann sage ich einfach bis zum nächsten Video und ich hoffe, euch hat das Programm gefallen, beziehungsweise der Tipp.